Oh, noch den Minion erwischt. Minion erwischt. Und der Tom ist down. Alright, 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 Leute. Willkommen zurück zu einem neuen kleinen Chest-Opening. Nicht Free-to-Play, diesmal Pay-to-Win, mehr oder weniger. Die Fledermaus-Dinger hier, die sind schon ewig weit wahrscheinlich her. Oder vielleicht ist es auch gerade erst passiert. Ich weiß es nicht, in welches Chest-Opening ich das reinpacke. Im Prinzip ist es eigentlich eine stinknormale Riesentruhe. Stinknormal, so wie wir es kennen, ne? 520 Gems, 520 Gems. Wir kriegen 300 Karten, 57 mal seltene. Weniger Gold seit dem neuesten Update. Danke dafür, Supercell. Aber in dieser Truhe sind nun mal die Fledermäuse garantiert. Mit Bonuschance sogar auf mehr. Das heißt, man kann die wahrscheinlich zweimal bekommen außerhalb dieser garantierten Zeit. Ich weiß nicht, ob ich alle 6 davon aufmache, weil da sind 30 Euro. Satte 30 Euro, da muss ich wohl noch ein paar Product Placements oben drauf knallen, damit ich mir sowas öfters leisten kann. Aber warum nicht? Warum nicht? Ne, komm an, lass uns das machen. Ich habe die schon auf Level 9, vielleicht kriegen wir die so auf Level 10 und kriegen dadurch ja sowieso auch noch anderes. Oh, das sieht nett aus. Das sieht nett aus. Ja, und an sich ist es ja jetzt kein schlechter Wert, ne? Wenn man seine Fledermäuse schnell hochleveln will, perfektes Ding, weil man, außer dass man, bis man darauf hofft, dass aus der normalen Riesentruhe Fledermäuse kommen, kann man das hier machen, ne? Okay, genug geschnattert, lass uns das erste Ding aufmachen. Und wir kriegen 800 Gold, hört sich so verdammt wenig an. Das war mal so viel, 1300 oder so, ne? Ein einziger Skelett. Ja, ein einziger Skelett. 16 mal Ritter, 22 mal Tesla, da kommen schon die Fledermäuse. Oh, das hat gerade anders gefunkelt. Super Bonus! What the fuck? Ich habe gleich Doppelbonus bekommen. Okay, ist das normal? Was? Ich habe es nicht gerade verstanden. Okay, der Standmann kriegt einen Bonus für Karten, aber ich krieg gleich den Super Bonus. What the fuck? Yeah, nice, nice, nice. Und tada, 57 mal Blasto-Kobold. Die Kartenanzahl neben der Truhe hat auch ganz anders gefunkelt, ne? War das irgendwie ein Indikator, dass es ein Superbonus wird oder funkelt das allgemein, wenn die Fledermäuse kommen? Finden wir jetzt raus. Kiste Nummer 2. 800 mal Gold, einmal Hex. Eis funkelt jetzt schon, seht ihr? Es pumpt. Es pumpt. Bam, bam. Aber ich will wieder Superbonus haben. 115 mal. Bonus. Superbonus. Mega-Bonus. What? Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Wir kriegen mal eben 230 Stück. Okay. Okay, und 58 mal Feuerball. Warte mal, warte mal. Okay, das ist... Es sieht nett aus, aber es ist eigentlich... Es sind 280 Karten garantiert. Ich habe 250 Fledermäuse bekommen, plus 58 mal seltene. Ich habe 300 Karten bekommen, sprich 13 Karten mehr, als eigentlich garantiert sind. Oh gut, plus die Nachtexte sind 14. Naja, sieht fett aus. Steht fett, nice, mega Bonus, aber im Prinzip kriegt man gar nicht so viel, ne? Komm mal, noch eine. 800 mal Gold, 2 mal Heilung, 25 mal Blasrohkobold. Und 30 mal Riese. Okay, jetzt kommt aber der Mega-Bonus. Jetzt kommt der Mega-Bonus. Oder vielleicht super-duper-Mega-Bonus. Komm mal, zack, Bonus. 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 Ah, schade. Schade. Aber hey, schon mal sind wir da auf Level 10. Alright, alright. Gebe ich noch mehr Geld aus? Macht eigentlich gerade ein bisschen Spaß. Komm mal, 8000 Gold. Das, was wir gerade quasi verdient haben. Tada. Alright, mit Level 10 sind die jetzt auf jeden Fall knusprig. Schönes Ding. Das ist keine krass OP-Karte, ne? Dass man die jetzt hochlevelt, ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Ist fast wie ein Eisgeist, den kannst du auch ruhig auf Level 11 oder so lassen oder auf 12. Deswegen überlege ich gerade, ob ich noch mehr von den Dingern aufmache. Ah, come on! Alle Fledermäuse-Sonderangebote kaufen wir uns. Tada, 800 mal Gold, einmal Spiegel, 18 mal Moski, jetzt wird schon gepumpt. Bonus! Oben drauf, Bonus! Super Bonus! Mega Bonus! Ultra-Duper-Bonus! Gibt's noch eine ich hoffe darauf, dass es einfach einen größeren Bonus gibt als Mega-Bonus. Aber es scheint wohl nicht so selten zu sein, ne? Ich habe mich am Anfang voll mega hergefreut. Yeah, Super-Bonus! Mega-Bonus scheint schon mal auch gar nicht mal so selten zu sein. Ist schon das dritte Mal in Folge. Deswegen glaube ich, dass es vielleicht noch eine Stufe höher gibt. Vielleicht gibt es einen Ultra-Bonus oder sowas. Oder Legendary-Bonus. 40 mal Riese noch oben drauf. Finde ich gut. Level 10 Riese spare ich gerade sowieso drauf. Von daher, nice. Lass uns noch eine aufmachen. Tada. 800 mal Gold. 38 mal Kanone. Einmal dunkler Prinz. 17 mal Mini-Bäcker. Jetzt komm mal. Bonus. Super Bonus. Mega Bonus. Lahme Truhe. Und wir kriegen noch 40 mal Riese, bitte. Nein, schade. Schade, schade, schade. Hätte ich noch Dufte gefunden, wenn ich noch 40 mal Dinger bekommen habe. Aber anscheinend darf ich keine andere gewöhnliche Karte kriegen, damit die Fledermäuse richtig schön Bonus kriegen. Richtig schön Bonus und Bonus. Come on, 800 mal Gold. 75 mal Lakaienhorde. Einmal Wut. Wir haben jetzt schon viele gewöhnliche. Bonus. Super Bonus. Wow. 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 Wow, wie mega lahm. Okay, dreimal hintereinander hatte ich Mega-Bonus. Vielleicht ist es ja doch ein seltenes Ding und ich hatte nur mega, mega Luck. Ich weiß es nicht.
Schreibt mir runter in die Kommentare, wie eure Erfahrungen waren, falls ihr das Ding gekauft habt. Ist Mega-Bonus jetzt ein super seltenes Ding gewesen? Da habe ich mich zurecht gefreut? Oder passiert das einfach alle zwei Mal und ich... Oder passiert das vielleicht alle sechs Mal und ich hatte jetzt gerade mega Pech? Kann ich jetzt echt nicht einschätzen, weil kann sein, dass es super selten ist, kann sein, dass es nicht selten ist. Aber ich freue mich, dass der Riese ein bisschen Fortschritt gemacht hat. Das wäre meine erste Level 10 Einheit. Nicht schlecht. Gedicht gefolgt von der Valkyrie, die kann auch bald Level 10 werden. Aber okay, auf jeden Fall rutsche ich so langsam in Levelbereiche, die für einen Level 12er wichtig sind. Machen wir noch einen kleinen Duokampf? Warum nicht, ne? Duokampf bringt mir ja nichts, dann kann ich meine Level 10 Fledermäuse gar nicht aussetzen. Springen wir in ein stinknormales Match rein. Gut, viel testen kann man nicht. Vielleicht können die jetzt Skelette one-shotten, oder? Ne, dafür brauche ich die auf Level 11. Dann können die Skelette one-shotten. Aber, okay, Pumpe, Level 8. Seht ihr, Pumpe ist auch so eine Einheit, die die Leute selten hochleveln, weil die einfach keinen krassen Vorteil bringen, keinen spielentscheidenden, nur minimalen. Okay, der ist jetzt schon wow. Wow, 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 wow. Oh, auch Golem. Wow. Wow. Okay. Meine Nachthexe gegen seinen Golem und mein Golem gegen sein was? Gegen sein was? Gegen sein Nix, okay. Okay. Okay, okay, okay. Setzen wir noch ein Babydrache aus? Ja. We will, we will. Noch mehr Fledermäuse. Yes, yes. Zack, alright. Level 10 Fledermäuse. Schnipp, 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 schnipp. Schön überrannt. Überrannt. und die Pumpe kriege ich noch gleich mit. Okay. Okay. Lief viel zu gut, ehrlich gesagt. Viel zu gut. Blitze ich die Pumpe? Oder setze ich einfach neu an? Ich weiß nicht, ob der so viel Elixier hat. Gefühlt hat er mehr ausgegeben. Golem, Blitz, Nachthexe, Mini-Drache, Baby-Drache. Wieso Mini-Drache? Wie komme ich auf Mini-Drache? Er kann gar nicht so viel Elixier haben, dass er direkt noch die nächste Pumpe aussetzt. Vor allen Dingen, die erste Pumpe hat auch nicht so viel gebracht. Okay. Schon wieder Nachthexe. Schon wieder Nachthexe. Zack. Und produziere die Fledermäuse, als ob du in deinem Leben noch nie was anderes produziert hast. Außer Kinder vielleicht. Vielleicht hast du ein paar Kinder produziert. Oh, der hat das ähnliches Deck wie ich, ne? Okay. Zack. Come on. Bams. Das geht einmal kaputt. Okay, meine Nachthexe macht das, was sie soll. Und zwar Nachthexen. Sie tut das, was sie soll. Und das ist Nachthexen. Rumhexen, beziehungsweise. Okay, Babydrache stirb. Verreck endlich mal. Und zack. Und die 10, Level 10 Fledermäuse kommen jetzt von hinten an mit, supported von der normalen Nachthexe. Ich finde dieses Deck immer noch super stark. Ich glaube, ich werde langsam super Golem-Spieler. Gott, mein Turm ist ja flawless. Also so gut wie. Der ist einmal dran gekommen mit dem Golem. Ein Punch, so wie es aussieht, durch die Explosion. Aber shit, das war böse. Das war eine Rasur. Würde Gillette Fusion neuen Rasierer rausbringen, würde das Level 10 Fledermäuse heißen. Oder Golem-Nachthexe-Deck. Oder das Surgical Goblin Deck. Ich habe ja dazu schon ein Video erstellt. Ganz nice Ding. Ganz nice Ding. Hat aber natürlich auch Probleme. Schwarmdecks zum Beispiel mit. Hier mit Minions, Mega Minion. Oder hier Minion Armee plus Skelett Armee plus Kobold Gang und so weiter. Also richtig, richtig viel Kleinvieh. Und er hat es schon aufgegeben. Finde ich auch gut. Tada! Level 10 Fledermäuse gleich im ersten Match. Ha, kriegen ihr Geld wieder rein. Außer, dass ich kein Geld dafür wieder reinkriege. Verdammt. Ich wollte eigentlich mit Hamtaron ein Duo-Match machen, aber der hat abgelehnt. Ihr habt hier alle keinen Job? Warum sind hier alle am Spiel? Oder haben die keine Schule? Was geht da ab? Warum sind um die Uhrzeit, warum spielen so viele Leute dieses Spiel? Ohne Scheiß. Fast jeder, der viel Trophäen hat, ist gerade am Zocken. Ist das alles Beruf Clash Royale-Spieler oder was geht hier ab? Oh, shit. Alle am Spielen. Hier ist André, mal schauen, ob der will. Spiel mal du Auswahlkampf mit der Jenny, mit der guten Jenny. Weil, ich weiß nicht, oder heißt das Jens? Jenny, ich weiß nicht. Okay, was ist das für ein Level-Unterschied? Ich weiß nicht, welchen Level Jenny hat. Das wird ja irgendwie ein Durchschnitt genommen. Da wird ja irgendwie ein Durchschnitt gezaubert. So, einsamer Miner auf die linke Seite, rechte Seite. Okay, warum nicht? Warum nicht? Zack. Und ich habe ehrlich gesagt nichts zum Supporten. Ich muss hier ein bisschen Defense machen. Und, oh, echt jetzt? Echt jetzt? Ist nett gemeint. Ist echt nett gemeint, aber nein. Doppelkampfholz, wenn man sich sicher sein kann, dass fast jeder Kampfholz Doppelkobold fast, wo man sich sicher sein kann, dass Jenny spielt ohne mich. Jenny spielt ohne mich. Die macht das schon. Ja, okay. Oder ich spiele ohne Jenny. Wer weiß. Vielleicht bin ich auch schuld. Und die setzt die Musketieren aus. Ist okay. Zack.
Komm mal, Musketiere. Und ich setze den Golem aus. Und zack, und zack. Ja, brauchst du nicht mal, brauchst du nicht mal. Konzentriere dich auf die rechte Seite. Musketieren, schade. Bomber. Aber Golem kommt noch dran. Das ist auch gut. Blitz ist leider viel zu weit weg, als dass ich darauf hoffen könnte, dass es was bringt. Aber hey, dafür, dass unser Gegner Level 10 hat, hat er Level 12 Ritter. Finde ich komisch. Finde ich komisch. Okay, ist ja auch nichts mehr Besonderes. Ne? Eigentlich habe ich auch mit Level 10, Level 12 Einheiten. Es dauert nur so ewig, bis man einen neuen Level kriegt, dass man inzwischen irgendwie so verliert, die Übersicht darüber verliert, welchen Level man eigentlich haben sollte oder nicht. Okay. Musketieren down. Wir setzen Baby Drake. Baby Drake. Wenn du jetzt noch mit meiner supportest. Oh, echt jetzt. Zack. Und Hawk Rider geht auch. Oh, schönes Ding. Schönes Ding mit dem Miner. Oh, noch den Minion erwischt. Minion erwischt. Und der Turm ist down. Gutes Ding, Jenny. Gutes Ding. Wenn ich jetzt einen Daumen hoch gebe, fühlt sich der Gegner beleidigt. Das ist bei Duo-Kampf ein bisschen komisch, finde ich. Ich will meinen Partner einen guten Move signalisieren. Sprich, du hast gut gespielt oder sowas. Aber man beleidigt ja irgendwie auch seinen Gegner damit. Du hättest die Valkyrie auch zwischen die zweimal Musketieren setzen können. Kleiner Tipp. Weil der eine Turm ist schon down. Deswegen hättest du die da auch locker machen können. Okay. Bisher sind wir sehr, sehr, sehr flawless. Ich rate das hier runter, als ob es nichts wäre. Okay, was kommt? Das kommt in die Ecke. Das kommt in die Ecke. Da hoffen wir gar nicht erst drauf, dass da was passiert. So. Zack. Ledermäuse. Down. Oh, die zappen noch unseren Main Tower. Aber was soll's? Was soll's? Spuckt alle Karten raus. Level 10 Fledermäuse sind ein nice Ding. Auch im Duo-Kampf. Ja, doch im Duo-Kampf auch. Aber mit Level 10 noch ziemlich weit hinten, weil wenn die einen guten Level haben, können die natürlich auch Skelette one-shotten. Sprich, die können ein Küsschen auf ein Skelett ist sofort tot. Und warum nicht? Alright, das ist das große Opening gewesen. Zweites Video für heute. Ich hoffe, ihr habt das erste Video von heute Morgen gesehen. Wenn nicht, schaltet auf jeden Fall rein. Ansonsten hinterlasst ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.